Ja, und damit herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal mit einer weiteren Aufnahme. Heute bewerten wir das Spiel Grand Theft Auto 5, ja genau. Ja, es ist, wie man sieht, sehr, sehr positiv bewertet. Ich selber habe in diesem Spiel 600 Spielstunden. Muss ich ganz ehrlich sagen, warum ich darin 600 Spielstunden habe, mal ganz kurz erklärt. Ich habe das eine Zeit lang mit meinen Kumpels gespielt, haben da Banküberfälle gemacht, sowas halt, ne? Mittlerweile gefällt mir das Spiel nicht mehr so, weil das halt voller Hacker ist, leider Gottes, da man da leider schon immer Probleme mit hatte in GTA, was ich auch persönlich sehr, sehr schade finde. Was man eventuell sogar hätte man besser machen können. Aber auch die Storyline in Offline-Modus hat für mich eine Bewertung von, ja, sagen wir mal 6. Also von 1 bis 10 ist es eine 6. Warum? Ganz kurz erklärt. Man hätte die Story über Jahre, hätte man die, also so lange wie das jetzt schon draußen ist, 2015, hätte man das noch erweitern können, die Story. Was ich schade finde, was sie leider nicht getan haben. Und die Story, ja, war halt eintönig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir nicht so gefallen, hätte man auf jeden Fall mehr rausholen können. Aber auch der Online-Modus, der ist mega nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich gibt es dann auch dieses GTA, wo man halt Roleplay machen kann, wo viele momentan sehr, sehr hyped sind. Hab ich selber noch nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe es mir angeguckt bei einigen. Und es ist sehr, sehr interessant, aber auch sehr, sehr schwer auf so einen Server draufzukommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Von der Grafik her würde ich sagen, es ist eine 8 von 10. Also eine 1 von 10 ist es eine 8. Warum? Die Grafik ist zwar sehr gut, aber trotzdem sind da ein paar Pixelfehler, ne? Was man halt leider auch nicht verhindern kann in so einem Spiel, aber auch was okay ist und akzeptabel ist. Was mir allerdings nicht so gefällt, man sieht es zum Beispiel hier in dem Bild. Na, in welchem Bild? Genau, in dem Bild. Sieht man das sehr gut in dem Bild. Dieses Auto kann fliegen, wie man sieht. Gefällt mir persönlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr unrealistisch, ne? Ist meine Meinung her. Ich habe auch nur die Autos gesammelt, die Oldtimer sind, also die etwas älteren Autos, die es halt auch in der jetzigen Zeit gibt, aber nur halt dementsprechend älter halt, ne? Diese Autos habe ich halt gesammelt, die Oldtimer sogenannten. Fand ich sehr interessant, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wie gesagt, Grafik hat es nur eine 8 von 10, also eine 1 von 10 hat es eine 8. Story habe ich schon erklärt, warum. Ja, es ist auf jeden Fall trotzdem mega lustig. Also, ne, da gibt es halt ein paar Dinger, ne, die halt mittlerweile erneuert worden sind für den Online-Modus. Ich habe seitdem nicht mehr gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel Casino Heist, ne, habe ich nicht mehr gespielt. Aber spielt auch keine Rolle. Ihr könnt es euch auf jeden Fall kaufen. Ne? Für 14,80 €. 63% reduziert heute. Oder generell erstmal. Ich weiß nicht, wie lange das ist, steht hier nicht, aber spielt auch keine Rolle. Falls ihr auf sowas Bock habt, kauft es euch, aber kauft es euch auch dann nur, wenn es in Angebot ist. Logischerweise. Ja, an der Stelle kann ich jetzt nur sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.